Willkommen zurück zu Mafia 3. So, wir machen hier weiter. Und zwar haben wir hier noch die Story-Mission Schwarzgebrannter, die wir noch nicht fertig haben. Und da müssen wir noch Karl Beavers konfrontieren. Und dann hätten wir da noch zwei Zusatzkapitel, die wir dann vielleicht im Anschluss noch machen. So, dann machen wir erstmal, fahren wir erstmal hin. Vorsicht. So, hier waren wir ja schon mal. Ups. Vielleicht hätte ich nicht gleich hier parken sollen. Na komm. Da oben müssen wir hin. So, und da hinten haben wir noch zwei. Aber diesen drin. Da oben ist ein Wachposten. Kommen wir hier irgendwo rein? Ja, da kommen wir da rein. Muss mal gucken, ob da einer hinter der Tür steht. Ja. Und knacken. Okay. Ja, wo ich am Anfang ein bisschen verwirrt war, dass auf der Karte gar nichts mehr angezeigt wurde. Und dass ich erstmal ein bisschen nutzlos durch die Gegend gefahren bin. Ja, ganz nutzlos war es nicht. Ich habe halt ein paar Sicherungskästen gemacht und ein bisschen was gesammelt. Aber dass man die dann erst wieder so anwählen muss. Ja, hä? Hä? Hier lang. Genau, schau hier nach. Okay. So, da hinten ist noch einer. Da ist er, oder? Ja, das ist nach wie vor nett, dass man alle herpfeifen kann. Kommt der hierher? Nee, der kann da nicht runter. Oh, ist da noch einer? Wo? Wo? Was liegt an? Wer hat mich da gesehen? Was zeigt der denn da an für einen Schmarrn? Oh. Aber der war doch oben. Okay, die scheinen draußen zu sein, oder? Ja. Okay, die interessieren sich nicht für mich. Dann schauen wir mal, wo kommen wir denn hier hoch? Am besten, ungesehen. Da hinten Wachposten, den Hammer, da steht noch einer. Und da sind zwei. Na komm. Er hat mich doch gehört jetzt, ha?
Auf jeden Fall kommt er. Da draußen, die kann ich auch noch kalt machen. Nee, er kommt nicht. Also erst rausfinden, wo man hochkommt. Der Hurensohn hat eine Knarre. Ja. Ja, komm, die lassen wir in Ruhe erstmal. Aber wo kommt man hier am besten hoch? Das ist doch ein Fahrstuhl, aber damit kann man nicht fahren, oder? Nee. Schade, da hinten ist die Treppe. Geht's denn nur über die? Er steht halt direkt da. Okay, jetzt könnten wir. Oder? Ha ha ha. Spinne ich oder ist das eine Knarre? Halt die Klappe. Du bist doch gar nicht gemeint. Du kommst runter. Ja, guck, komm. Fein, brav. Oh? Das ist eine Mist, jetzt ist mir ein Schuss ausgekommen. Da ist unser Mann. Wusste ich doch, dass er hier irgendwo steckt. Ah, jetzt kommen sie auch noch. Zum Nachsehen. Der nächste, kommst du? Oh, zwei. Ach, da hinten. Der holt Verstärkung. Du bist der Letzte da unten. Oh, Verstärkung. Und gleich kräftig hupen immer. Ja, wir sind da. Ich gehe in Deckung. Oh. Mal sehen, was das Baby so alles kann. Schätze, er hat's mit der Angst bekommen. Geh darum und sieh nach, ob er da drüben okay. ist. Okay. Nummer eins. Ich muss nachladen. Ja, kommt, tobt euch aus. Bis ihr keine Munition mehr habt. Ich muss da wahrscheinlich da hinten hin und da hoch, ha? Ja, komm schon. Ja, hier schießt er nicht. Tja, das ist ein bisschen blöd, es kommt keiner. Vielleicht nochmal pfeifen. Ja, da kommt noch einer. Pfeifen funktioniert immer. Jetzt kommt keiner mehr. Ja, schade eigentlich. Und da kann ich nicht durchs Gitter schießen, das ist auch blöd. Tja, was machen wir jetzt? Die müssen ja hier hochkommen, oder? Wie? So, wie viele sind denn jetzt noch übrig? Eins, zwei und da ist der dritte. Und da hinten, glaube ich, noch einer, oder?
Ey, wie die Ochsen hier. Keiner verlässt die Position, aber... So. Hau ihn. Oh, Mensch. Da wäre nichts mehr drin. So, jetzt bin ich wenigstens in einer Position, wo ich was tun kann. Ups. Getroffen. Auffüllen. Hey, er ist hier drüben. Oh. Alle Mann in Deckung. Wisst ihr, hier komme ich auch hoch. Haben wir doch da wieder was drin. Sehr schön. Schwanzlutscher. Ja, komm. Da, mehr diesen Sack. Verdammt, ich kann ihn nicht rennen. Schon wieder leer. Weißt du? Verdammt, er hat mich erwischt. So, komm raus. So, da oben hampeln noch welche rum. Hey, die Sonne ist schlecht. Aber Schrotflinte ist noch besser. Kommst du? Scheiße, keine Kugeln mehr. Schick ihm einen Molotow. Molotow brennt, Köpfe runter. Das ist immer klasse. Wo steckst du? Da. Von wegen. So, sollen wir ihn töten oder sollen wir ihn anwerben? Wir werben ihn an. Schlachter ist raus. Was ist mit dir? Oh Gott, verdammt! Okay, okay. Bin dabei. Irish wird sich melden. Ah, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ob da Kohle auf dem Tisch lag. Mensch, das sollte ich da immer erst tun. So, das weisen wir mal Brock zu. Da hinten liegt nämlich noch die Kohle. Shit. Die Destille ist leergeräumt. Geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. So, jetzt kommen Burks Jungs auf den Hof gefahren. Sogar Autos im Partnerlook. Und wie hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. So, jetzt sind wir wieder hier draußen. Aber wir gehen noch mal rein. Zumindest zum Waffenschrank. Schutzweste nehmen wir noch mit. Und dann muss ich einfach oben noch mal gucken, ob die Kohle noch da rumflackt.
So, und damit haben wir neue Missionen hier. Ah, wo bin ich jetzt hier? Wo ging das nochmal hoch? Da hinten war das doch, das Büro, oder? Genau. Na, Jungs. Ich habe gehört, die Lage in Riverow hat sich etwas beruhigt. Na, bin ich hier richtig? Ja. Ein schöneres Geschenk als das hier hätte man einem Iren nicht machen können. Ja, da liegt doch noch Knete. Da. Wo lag sie da auf dem Schrank? Genau, die will ich haben. Ja, waren immerhin 1500 Dollar. Ja, wozu die Leiter? Einfach Beine breit und runterspringen. Gut, dann schauen wir mal auf die Karte. So, dann haben wir hier eine neue Hauptmission. Erledige den Schlechter. Gut, und was haben wir hier noch dazu gekriegt? Ja, okay, das ist unseres jetzt. Schutzgeld ist auch schon unseres. Okay. Neue Hauptstory und zwei Zusatzkapitel noch. So, stehle den Truck, das müssen wir noch machen und so, begib dich zum Schmuggler-Dock. Okay, die Sachen müssen wir noch tun. Ansonsten machen wir dann beim nächsten Mal mit der Hauptstory weiter und erledigen den Schlechter. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Servus und macht's gut. Kein Tropfen zu trinken. Wobei, die Kohle können wir noch schnell. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares hat. Da vorne ist er. Ich bin sofort da. Hier bin ich. So schnell geht das. Da kommt die Bankerin. Was wickeln wir heute ab? Kohle. Jetzt gib's ihr. Und direkt in die Bank. Alles klar, direkt in die Bank. Gut, ich sag nochmal Servus und macht's gut.